And in other news, we have more on the recent string of unexplained deaths that seem to be exclusively involving young men. Cause of death is unknown, and while police are investigating accidental causes, foul play has apparently not been ruled out. Hey, change it! The match is on! Two beers over here! Coming! Catherine keeps telling me how her mother is constantly calling her. She says she's not worried about it, though. Feather's totally gonna take it, right, Vinny? And what do you think? So, who are you betting on? Come on, pick one! Are you kidding? Women's wrestling? What I know. Sounds to me like she finally wants you to tie the knot. You think so too? What else could it be? I've known you since we were kids, but wow, you married, huh? Hey, nothing set in stone yet. What, you don't want to marry your girlfriend? It's not that. I love her, but I don't think we need to run out and get married. You know, it's like we're comfortable where we are. Are you? Yeah, that's what she said. Her job's always most important to her. I mean, you know she's always been the ambitious type, right? It doesn't mean she'll always be like that. That's not what I mean. Besides, you're single, too. Hey, I'm still looking for my soulmate. I'm not like you. I've already told my girl that I'm not interested in marrying her. What if you never meet your soulmate? Then I'll never get married. So what? That sounds just like you, Chief. Anyway, did you hear about Paul? He's dead. Paul? Wait. That Paul? He's dead? Yeah. I heard he just got divorced, but he looked healthy. It's a complete shock. What happened to him? An accident? I don't know. Apparently his mother just found him dead in his room this morning. This morning? Wait, you mean... Yeah, the mystery death on the news? That was him. Holy shit, no way! Maybe we'll all wind up dead tomorrow too. Shut the hell up. Man, I hate the news. They're always trying to push their agenda for ratings. Toby, you are really easy to mess with. Well, speaking of crazy stuff this morning, I pissed the bed for the first time since grade school. What? Oh, that's messed up, man. I had a really scary dream, but I don't remember what it was about. Oh, man. How old are you? 32. I know that. You know, I don't think I need to hear this. Shut up. I was really fucking scared, all right? Whoa, where you guys going? Stick around. I don't want to go home just yet. So? Why don't you have Catherine meet you here? No, I just saw her today. Besides, she'd get mad at me if I told her. Ah, jeez. What does she see in this poor fool? Sorry, but I gotta be in early tomorrow. Don't drink too much, okay? All right. Take care, Vince. See you later. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Catherine. Ja, ich bin es, euer MC Muffix, und ich begrüße euch endlich wieder hier zu dem Part zurück, nachdem wir hier sehr viele lange Cutscenes gesehen haben. Ja, im letzten Part waren wir in unserem ersten Traum gefangen, irgendwelche merkwürdige Hände haben nach uns gegriffen, Schafe sind rumgeflogen, wir haben keine Ahnung, was da eigentlich abgeht. Ja, und wir haben gerade gehört, dass irgendein Freund von uns, der Paul, gestorben ist und in seinen Träumen. Und naja, da wir in letzter Zeit auch so einen Albtraum hatten, macht sich der liebe Vince hier ein paar Sorgen. Aber naja, schauen wir mal, was hier so auf unserem Handy ist. Okay, mit denen können wir speichern. Einige Nachrichten kannst du sogar beantworten. Da solltest du alle Nachrichten aufmerksam lesen. Gut. Wenn nicht schlecht, okay. Schauen wir mal, was haben wir so Schönes bekommen? Verabredung. Wie schon gesagt, von wem ist das überhaupt?
von der Catherine mit K. Wie schon gesagt, ich treffe mich zum Essen mit alten Freunden. Schon komisch, die meisten sind bereits verheiratet und die Hälfte hat bereits Kinder. Alle zeigen Fotos von ihren Familien herum und irgendwie fühle ich mich dadurch als Außenseiter. Vielleicht wird es für uns auch Zeit, aus der Kuschelecke zu kommen. Oh. Okay. Ja, Catherine will unbedingt hier unseren Vince heiraten, aber... Ja, wie es aussieht, ist er nicht bereit. Schau mal, was kann man antworten? Angabe, stört dich das? Darüber mache ich mir auch manchmal. Was steht da? Gedanken. Vielleicht sollten wir mal darüber reden. Gute Nacht. Nachricht senden. Ja, ich würde sagen, das kann man senden. War das... Was war das? Ein Parameter, ob wir gut oder böse sind. So sah das zumindest aus. Okay. An alle Kunden. Warte, hier ist dann alle Kunden. Zu Textnachrichten. Verbringst du Zeit im streunenden Schaf? Hä? Da steht doch Schaf, oder? Erhältst du Textnachrichten aus deinem Handy? Das steht, ja, egal. Vielleicht kann ich mal auch nur nicht lesen. Auf manche kannst du sogar antworten. Abhängig von deiner Antwort können sich Vincents Gefühle und die der Person, der er schreibt, ändern. Wird fortgesetzt. Ja, wenn du die Angabetaste drückst und wird eine neue Zeile für die Antwort hinzugefügt. Drücke die Zurücktaste, um die letzte Zeile zu löschen und die Angabe erneut, um einen neuen Satz zu schreiben. Wähle den Satz, mit dem du antwortest. Sei immer ehrlich. Ja. Ach so, wir hätten das auch ändern können. Okay, das hätte mir natürlich auch jemand sagen können. Na egal. Ich glaube, damit können wir auch leben. Speichern können wir mal. Boah, einfach mal so. Keine Ahnung, bringt nichts, aber egal. Der 1. April ist, heute ist der 1.5., aber egal. Gut. Ja. Stray Sheep. Oh, diese Schafe. Was geht denn mit diesen Schafen in den Spielen? Aber ich habe keine Ahnung. Words and actions change Vincent's inner ideas. A meter will be shown. Vincent's words and actions will affect the story. Remember it. Okay, gut. Das ist natürlich interessant. Marriage, huh? Figured this would happen eventually, but... Just change jobs. I don't want to give her trouble. You got mail. Spam? Spam. Okay, April, Glückwunsch. Mitternachtsventus. Fantastische Neuigkeiten. Glückwunsch. Du hast den Level 1 der unterirdischen Friedhof erfolgreich abgeschlossen. Wähle Preise im Handymenü, um deine Hauskaufe Level 1 zu. Hä? Achso, das war dieses Traumlevel. Okay, das kann E-Mails versenden. Langsam habe ich Angst. Aha. Danke schön. Okay, strange. Naja, egal. Schauen wir mal, was uns hier für Friedhöfe noch für E-Mails senden. Okay, ja, wir sitzen hier immer noch in der Bar, trinken ein bisschen und denken nach. Boah, wie viele Nachrichten kann man hier eigentlich bekommen? Catherine, Moment mal. Trinkst du schon wieder? Im streunenden Schaf. Ach so, das ist der Club, wo wir sind. Die Bar. Du weißt, du musst morgen arbeiten. Oh Mann, übertreibe es ja nicht. Okay. Schuldig im Sinne der Anklage. Ja, komm, wir müssen schon ehrlich sein. Ich werde nicht so viel trinken, dass ich eine Karte bekomme. Alles ist gut. Ich halte mich an Cura Libre. Ich werde nicht so viel bekommen, dass ich an Garde denke. Was nehmen wir? Egal, nehmen wir das da. Kümmern dich um dich selbst. Ah, nee, komm, das ist ein bisschen böse. Gute Nacht, Catherine. Okay, wir haben nur zwei Antwortmöglichkeiten. Na, egal, ich glaube, das passt. Okay. Ja, gut. Schauen wir mal, was die Catherine dazu sagt. Wahrscheinlich wird sie jetzt ein bisschen verärgert sein, aber naja. Kann man nichts machen. Ich würde sagen, einfach Pech gehabt. Nee. Okay, ja. Was wir auch da immer trinken, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es ein Cobra Liebe, dann würde ich sagen, wird es unser Mann hier schon verstehen. Verkraften, meine ich, nicht verstehen. Ja, es ist spät. Wir sollten lieber mal ins Bett gehen und ja. Vielleicht auch hier nicht mit dem Verkater dann zur Arbeit kommen. Das kommt irgendwie meistens nicht so gut an. Ja. Naja, schauen wir mal, was uns jetzt hier erwarten wird.
sit here? Zweiter Tag, Albtraum. Okay, wir spielen wieder Vince mit seinem Kissen und ein Schaf, zwei, drei, vier, fünf Schafe? Okay, das alleine schon ein Albtraum. Aber was kommt da jetzt? Hä? Ich hab keine Ahnung. Prison of Despair, Kerker der Verzweiflung, erste Etage. Das hört sich alles so depressiv an. Okay, gefangene Schafe. Again? The hell? I was at the bar and this girl came in and then... Damn it, I can't remember. What's going on? Okay, ja, ich würde sagen, wir klettern einfach mal wieder nach unten. Ich schätze mal, nach oben. Nein, nach unten. Okay, ja, auf keine rissigen Blöcke treten wäre also nicht schlecht, so wie es aussieht. Apropos rissige Blöcke, das ist einer, oder? Ja. Egal. Ah, Kissen, cool. Ja, gut, was jetzt? If there's nothing to stand on when you pull a block, if you try to move to a space without a block, from there you can move around. Und wie machen wir das? So, ah, verdammt, nee, jetzt habe ich ja... So? Nee. Hä? Jetzt habe ich es ja komplett verkackt. Oh nein. Oh nein! Oh, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Ich bin ja so übel schlecht. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich will nicht, ich will nicht... Was mache ich jetzt? Ich habe verkackt. Ah, okay, warte. So? Ich komm, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Keine Sorge. Nein, ich schaff das nicht. Hä? Warte. So. Zum Glück ich kann hier einfach zurückgehen. Warum mache ich das nicht einfach öfters? Ganz ehrlich. Okay. So, dann sind wir jetzt hier. Jetzt können wir uns doch hängen. Ah, so einfach hängen lassen. Okay, gut, ich habe mich schon gefragt, wie das hier funktioniert jetzt, aber... Okay, gut. Ja, diese mysteriöse Frau, die da auch reinkam, ich schätze mal, die hat irgendwas damit zu tun, was hier schon wieder abgeht. Okay, nach oben schauen. Aha, aha, sieht alles irgendwie gruselig aus. Ich mag das nicht. Ich mag nicht von irgendeiner merkwürdigen Hand in meinem Traum getötet werden. Okay, ganze Blockreihen verschieben. Das ist natürlich cool, okay? Machen wir das mal. Ah, einfach so. Wow, ist ja praktisch. Okay, gut. So kommen wir natürlich schnell nach oben. Okay. Kontrollbogen gerührt, Gold eingesammelt, sammelt das auch noch ein. Und ja, also wie gesagt, diese Frau, die da reinkam, ich schätze mal, die hat irgendwas mit dieser ganzen Misere zu tun. Also, würde mich zumindest nicht wundern, aber naja, schauen wir mal, was sich daraus noch so entwickelt. Welche anderen? Die Schafe oder? Was? Hä, wo bin ich? Wo bin ich? Lass mich fallen. Okay, so, da brauche ich eins, da brauche ich... nein! Ah, nee, doch, doch, passt so, passt so. Verdammt, ich will aber, dass der... Oh, was denn mache ich da? Schau mal an, was ich da zusammengebaut habe. Wie kacke das aussieht, aber egal. Achso, ich muss jetzt hier noch einen Stein hochstehen. Okay, komm. Geh doch da. Da. Andere Seite, jetzt. Jetzt komm. So. Protest. Nein, jetzt... Oh, bin ich so schlecht oder tue ich echt nur so? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, so, warte, 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 warte. So, so, so. So, so. Mein Gott, war das jetzt ja hart. 10.
Wir sind mal wieder entkommen. Juhu. Glücklicherweise gerade nochmal so entkommen. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht in diesem merkwürdigen Tag. Ich habe keine Ahnung, wer diese Blondine war. Ich weiß nur, irgendwie hatte Vincent ein paar merkwürdige Träume. Ah, ist das schon wieder alles krank. Wir haben den Sicherheitsbonus bekommen, aber keinen goldenen Preis. Oh. Naja, man kann nicht alles haben. Okay, schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Schöner wird sicher nicht. Ich hoffe, Schafe. Looks like you survived. Who are you? A sheep? Do I look like a sheep? You're the sheep. Everybody hears a sheep but me. I recognize that voice. Who are you? Where the hell is this place? Wish I knew. One thing for certain, though. If we don't run, we're going to be killed. Killed? If you see this place once, it's all over. You'll keep coming back every night. Every night? You're kidding me. We all have the same fate here. If you don't want to die, you've got to climb. So if I climb, I'll be saved? There's no guarantee. But take a look at that. See that bell? It's like a church or something. A church? If we can reach the top, there may be a way to escape. So there is a way out. Like I said, there's no guarantee. But we've got to believe. It keeps us sane. Those who panic die first. Quit with all the dying stuff. I'll do whatever you say. Just help me. Look. From here on out, I'm afraid you're on your own. I'm going now. No, wait. You hurry too. Hey! Can't be serious. Okay, nette Schafe. You can save your progress and talk. Go on, talk to me. Okay, ich habe keine Ahnung, was das soll, aber zumindest sieht es aus, als wären die Schafe von der Seite. Okay. Ja, speichern wir mal. Warum nicht? Also, diese Schafe sind da von der Seite und sind andere, die das gleiche Schicksal wie wir ereilen. Und die sind unser Schafe. Irgendwie hört sich das so krank an, dass es schon wieder Sinn macht. Wer bist erstmal du? Everyone dies eventually. Dying sooner at least saves you some pain, right? Nette Schaf. Where am I? What's with all these damn sheep? That's all I want to know. Can you tell me anything? They told me to go up. What's up there? Give me a break. Die sagen eigentlich das komplett gleiche, was wir wissen. Wir haben keine Ahnung, was hier losgeht und wir müssen nach oben klettern. Das wissen wir auch. Ey, was geht denn mit dem ab? Super, der will uns jetzt gleich umbringen. Wird immer schlimmer. Wir wollen doch keinen Austricksen, wir wollen doch eigentlich nur nach oben. Oh, ich will doch nur hier raus aus dieser Hölle oder was auch immer ist, obwohl es eigentlich eine Kirche ist. Just calm down. Are you saying that to try to bring my guard down? I'm not falling for that. Everyone's just out to save themselves. Some asshole pushed me too. Next time, I'm gonna start shoving or I'll die. Okay, der wird auch nicht netter. Okay, also wenn die hier noch Rose sind, das heißt, wir können sie nochmal ansprechen, oder? Okay, der hat trotzdem noch viel zu sagen gehabt. Ja, so wie es aussieht, versucht es ja auch jeder. Schaut euch mal den an, der sieht irgendwie... Der sieht noch böser aus, der sieht so hinterlistig aus. Ja, ich würde dich gerne rausbringen, aber noch lieber würde ich ehrlich gesagt hier rauskommen. Was geht hier zur Hölle ab? Warum sind da so viele Schafe eingesperrt und warum hat der eine Jacke an? Eine Brille. Okay, super. Pyramid.
Ja, okay, diese Pyramidentaktik, die ist jetzt nicht so schwer. Ist ja irgendwie logisch an sich. Naja, werden wir schon hinkriegen. Pull out two blocks vertically, then slide the bottom one over. Remember this basic action, which utilizes the properties of, since edges connect, you can make a stairway, even in tight spots. Oh, you're a genius. How was that? Bet you didn't know. Anyway, what I want to say is this. If you're... I know. This dangerous form of free climbing has some techniques hidden within it. There are many techniques to discuss. I guess the key is to find as many as we can. All right. If you find anything, you tell me, okay? That's an order. I'll have to use... Okay, ich würde sagen, wir legen uns lieber hier nicht mit den scharfen Brillen und Schafe mit, keine Ahnung, Kapuze, Jacke an. Ja, Leute, wir machen jetzt aber erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Catherine und, ja, befinden uns dann hoffentlich nicht mehr in so ganz kranken Situationen. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal, euer DMC Mafix. Haut rein. Ciao.